Herzlich willkommen in der Hafenstraße, liebe Kinder, liebe Kids, liebe Erwachsene. Wow, das erste Wow, das in Meißen stattfindet. Ich begrüße auch ganz herzlich unsere Schirmherrin hier links an meiner Seite, die Susanne Ulrich, die Kinder- und Jugendbeauftragte des Freistaates Sachsen. Die Sarah Engelmann, das ist die Kulturreferentin der Stadt Meißen. Dann den Jens Mittelstenscheid, das ist ein Mann vom Theater Meißen. Und hier an meiner rechten Seite ist Nora Maria Breuer vom Atelier Hof. Dass Kinder und Jugendliche selber Kultur machen können und ihre Meinung sagen können, da sind ja Kinderrechte. Und ich danke euch vor allem als Initiatoren, dass ihr das möglich gemacht habt, den Raum den Kindern und Jugendlichen von Meißen und der Umgebung zur Verfügung zu stellen. Und ich danke natürlich euch, den jungen Leuten, dass ihr diesen Raum auch füllen werdet mit eurer Kunst, mit eurer Kultur, die ihr auf die Bühne bringen werdet. Von daher wow für die tolle Idee, die ihr hattet, und wow. Die letzten anderthalb Jahre gab es ein K2, das bedeutet Kulturnetzwerk. Da haben sich viele Akteure in Meißen zusammen getroffen und es hat auch teilweise digital stattgefunden. Und in einem dieser Meetings wurden wir zufällig zusammengewürfelt. Und dort hatten wir dann die Idee, so eine Bühne zu machen. Aber wir wollten unbedingt jungen Menschen die Möglichkeit geben, nicht den Mut zu verlieren und halt hier teilweise zum ersten Mal oder auch zum wiederholten Male aufzutreten. Deswegen, schön, dass ihr da seid und gebt mal einen kleinen Applaus für euch selber bitte. Zu mir hält.
Jahre nicht mehr laufen und haben uns Leute bestellt, die im Hambacher Forst dabei waren und die haben uns mal erzählt, wie wirklich die illegale Arbeit und diese Widerstandsarbeit und so weiter wirklich funktioniert. Und das fanden wir sehr, sehr spannend und haben gedacht, wir müssen die Räuber umbauen, umschreiben. Das ist bescheuert! Hirnlose Gewalt, das hatten wir ausdrücklich ausgeschlossen! Und die Bullen sind wohl nicht gewalttätig, oder was?